Hallo Leute und willkommen zu diesem Part und wir zerschneiden dieses Bäumchen. Und jetzt, bevor ich es vergesse, tauschen wir. Nein, ach, verdammt. Ja, ist wunderschön alles, wunderschön. Tauschen wir Blutexo mit Pikachu. Und ich gehe jetzt in die Arena. Entschuldigung fürs kurze Rauschen eben, also, oder was auch immer ihr gehört habt. Das Mikro musste ich gerade etwas verschieben, damit es wieder näher an mir dran ist und ihr mich besser hören könnt. Denn jeder will doch meinen Gelaber mitverfolgen können. Oder nicht? Stillgestanden! Willkommen in der Pokémon Arena von Orania City! Was ist das? Eine halbe Portion als Herausforderer? Du hast ganz schön Mumm, mich zum Kampf herauszufordern, du Wicht. Ein Pokémon-Kampf ist kein Zuckerschlecken, Junge. Du hast keine Wahl. Du musst aufgeben. Der sagt wenigstens, dass ich keine Wahl habe. Oh, ich liebe diese Melod. Ach genau. Er hatte ja bloß ein einziges Pokémon. In Gelb. Das sollte nicht schwer werden. Ah, oh, Heuler ist doof, Heuler ist doof. Ist mein Angriff schon mal schwächer? Ah, nochmal. Na egal, mit drei Pokémon wird das hier auf keinen Fall ein Problem. Ich würde fast sagen, das wird selbst mit einem Pokémon kein Problem. Wow. Du weißt, wie man kämpft, Kleiner. Ich würde zwar sagen, dass ich das schon weiß, ja, aber ich würde sagen, dass du keinen blassen Schimmer vom Kämpfen hast. Naja, gut. Als Auszeichnung verleihe ich dir den Donnerorden. Der Donnerorden erhöht die Initiative deiner Pokémon. Außerdem können deine Pokémon nun jederzeit Fliegen einsetzen. Du bist ein besonderer Junge. Nimm das hier. LQL TM24. TM24 ist Donnerblitz. Elektro-Pokémon können diese Attacke erlernen. Ja, schäm dich und dreh dich zur Wand. Na. Donnerblitz lernen wir doch auf jeden Fall mal Pikachu. Sie enthält Donnerblitz. Donnerblitz einem Pokémon beibringen? Ja. Pikachu. Mankey kann... Oha. Bringt aber nicht viel, falls es nicht hohe Spezialwerte hat. Soll eine andere Attacke zugunsten von Donnerblitz vergessen werden? Ja. Welche Attacke soll vergessen werden? Donnerwelle. Schwupp, Pikachu hat Donnerwelle vergessen und lernt Donnerblitz. So. Wunderbar. Ich sag dieses Wort viel zu oft. Egal, jetzt holen wir uns Bisasam und Shiki. Hoffe ich. Wenn nicht, weiß ich auch nicht mehr, was ich noch machen soll. Zerschneider. Krieg ich jetzt, Shiggy? Du trägst den Donnerorden? Boah, dann bist du ein guter Trainer. Ich habe ein Shiggy gefangen, aber dieses Pokémon macht nur Dummheiten. Würdest du dich um mein Shiggy kümmern? Ja. Erklärt Shiggy. Möchtest du Shiggy einen Spitznamen geben? Nope. Okay, aber behandle mein Shiggy gut. Auch nur Level 10. Oh no. No. Ah ja, gut. Dann holen wir uns jetzt Bisasam. Du hattest keinen Simsalan, ne? Schon viele Leute haben Dinge auf dem Tunnelpfad verloren. Ah, ich weiß, da gibt's massig Dinge. Okay, wir gehen diese Strecke hier lang. Und ich drücke die ganze Zeit A nebenbei. Beziehungsweise Enter, weil ich es auf Enter belegt habe. Aber irgendwie finde ich nichts. Okay, dann nicht. Ja, ich weiß, du hast mich auf diese glänzende Idee mit Simsalar gebracht. Verflucht seist du. Ich weiß nicht, soll ich Shiggy erstmal da absetzen in der Pension? Eigentlich kann ich's ja. Vielleicht erreicht es ein, zwei Level und schon ist schon ein wenig kampffähiger als vorher. Als jetzt.
Ich leite diese Pension. Soll ich eines deiner Pokémon großziehen? Ja, welches Pokémon soll ich? Soll hier bleiben. Shiggy. Okay, ich kümmere mich eine Weile um Shiggy. Komm später wieder vorbei, um es abzuholen. Ich bin voll der gute Pokémon-Trainer, ne? So ein Mädchen auf der Straße. Ich habe ein Shiggy und ich mag es ganz doll gerne, aber ich sollte von einem guten Pokémon-Trainer trainiert werden, damit es eben netter wird und sich mehr benimmt und so. Voll sozial wird. Ich habe lange überlegt, aber ich wollte dich fragen, willst du dich um ihn kümmern? Er ist mir wirklich wichtig. Bitte gib Acht auf ihn und so weiter. Ja, klar, mach ich. Ich brauche nicht so ein Pokémon-Center, verdammt. Mach ich. Ne, und dann mach ich's doch nicht. Weil ich sie in eine Pension abschiebe. Okay. Ich kümmere mich um verletzte Pokémon. Ich habe dieses Bisasam geheilt und gepflegt. Es braucht einen guten Trainer, der für es sorgt. Würdest du dich um dieses Bisasam kümmern? Ja. Elke hält Bisasam. Möchtest du Bisasam einen Spitznamen geben? Nö. Kümmere dich gut um Bisasam. Yeah, ich habe ein Bisasam. Das einzige Pokémon, was nicht mir einfach gegeben wurde, sondern was wirklich mal existierte. Aber auch Level 10. Ah, verdammt. Okay, dann trainieren wir als erstes Bisasam. Ich weiß bloß nicht wo, am besten. Meint ihr, es kann hier schon kämpfen? Wie lange nehme ich denn schon auf? Ich werde diesen Part jetzt nicht allzu lange machen, weil ich erstmal eine Pause einlegen möchte. Deswegen trainieren wir jetzt hier nur ein bisschen. Und dann mache ich erstmal Pause. Oh, sieht Bisasam nicht schön aus. Tackle! Oh, Kratzer, zieht das viel ab? Na, ein bisschen. Tackle. Mhm. Kratzer. Tackle. Könnte reichen. Kratzer. Aber ein Volltreffer und es endet hier. Silberblick. Okay. Tackle. Jetzt wird's knapp. Oh, aber ist nicht sehr effektiv. Okay, erreicht aber kein Level. Schade. Wenn es Rankenhieb kann, dann ist es. Dann gehen wir in den Diktatunnel. Mit Shiggy. Oh, mit Shiggy. Das ist perfekt. Super Trainingsort gerade eingefallen. Sobald du eine Pflanzenattacke kannst, gehen wir da rein. Okay, Pokémon wechseln auf Pikachu. Und dann sind wir schon bald. Also, der nächste Part wird dann wohl ein langer Trainingspart werden. Stellt euch schon mal darauf ein. Vielleicht überlege ich mir ein paar Themen, über die ich nebenbei reden werde. Ich kann ja jetzt leider nicht sagen, schreibt es bitte in die Kommentare, worüber ich gerne mal reden sollte. Das könnt ihr gerne auch machen, dann weiß ich das beim nächsten Mal bei solchen Parts, worüber ich reden kann. Aber jetzt, bis diese Parts hier hochgeladen werden, ich nehme die ja so ziemlich alle gerade am Stück auf, weil ich nichts zu tun habe, habe ich schon mal erwähnt in vor 12 Millionen Parts. Und deswegen, muss ich mir vielleicht selber Themen ausdenken. Mal sehen, vielleicht fällt mir ja was ein. Ich denke aber ja nicht, ich bin recht uneinfallsreich. Was sowas angeht. Ich meine, viele werden jetzt sagen, du schreibst ein Buch, da bist du bestimmt kreativ. Naja, geht so. Ne? Nicht wirklich, würde ich mal sagen. Ist aber, glaube ich, auch keine Bescheidenheit jetzt oder sowas, sondern wirklich ernst gemeint von mir. Naja. Wir konzentrieren uns hier auf dieses Training und wie lange nehmen wir auf? Ja, ich denke mal, ich werde den Part 10, 11 Minuten lang machen. Ihr werdet ja schon sehen, wie lange der geht, ne? Ein Sandan. Ja, das wäre auch cool. So als Training. Aber leider. Naja. Hat's noch wenig. Nee, ach. Klar, Pikachu. Pikachu ist dreimal. Auf einem dreimal so hohen Level. Trotzdem zieht Kratzer nicht viel ab. Okay. Alles klar.
Gut. Ich weiß nicht, was das gerade war. Ich musste einfach zur Melodie mitsingen. Ich finde, die animiert immer so dazu, mitzusummen und mitzusingen, wie auch immer. Na, bis auf Level 12 trainieren wir hier und dann beende ich den Part. Ein Harvey-Tag auf Level 8, würde ich sagen. Ja, richtig. Ein kleiner Tipp für die Leute, denen das Training so ein bisschen auf die Nerven geht. Also jetzt nicht bei mir zuzugucken, sondern das selber trainieren. Ich habe das immer so gemacht, so ein paar Spiele. Also versucht mir das etwas spaßiger vorzustellen. So zum Beispiel mit Raten, was für ein Level das ist, was für ein Pokémon kommt. So auch ein bisschen aufzustellen, was kommt am häufigsten und so. Oder halt, wenn man etwas jünger ist, dann kann man da natürlich auch noch so ein bisschen, wie ich auch schon mal erzählt habe, so ein bisschen mitmachen. Also wenn man jetzt von einer Attacke getroffen wird, so, boah, so tun, als wenn man wirklich in passt hier gar nicht in den Satzbau, als wenn man wirklich von einem Schlag getroffen wurde. Ich meine, als Kind darf man das ruhig, als Erwachsener kommt es ein bisschen komisch, aber grundsätzlich ist dann natürlich auch nichts gegen einzuwenden. Grundsätzlich. Naja. Ja, so habe ich mir das halt immer etwas verschönert, sage ich mal. Wirklich Spaß gemacht hat es nie. Also dieses Trainieren. Naja, aber jetzt habe ich ja, kann ich ja nebenbei mit euch labern. Beziehungsweise ich laber alleine und mir hört sowieso keiner zu, aber interessiert ja eh keinen. Ich fand eben Sabikatsch richtig echt aus, obwohl es so verpixelt war. Naja. Level 11. Ui, ist ganz schön hoch. Gut. Ich denke mal, nach diesem Pokémon könnte es Level 12 erreichen. Leider habe ich keine Pflanzenattacke, die ich als CM geben kann. Shiggy kann ich sofort Blubstrahl geben. Und dann kann ich mit beiden das Training beginnen. Erreicht Level 12. Ah, leider keine Attacke. Okay, wie gesagt, wir beenden diesen Part hier und dann sag ich mal, bis zum nächsten Part. Tschüss.